Es gibt keine Immobilienkrise in China. Das zumindest sagt China-Insider Erik Nebe. Und was dahinter steckt, das finden wir jetzt heraus. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Erik Nebe bei mir zu Gast. Erik ist eine total spannende Persönlichkeit. Er lebt mehrere Monate pro Jahr in Asien, vorzugsweise in China. Zuletzt war er in Malaysia, in Vietnam und er teilt seine Erfahrungen auf seinem sehr guten YouTube-Kanal China to Invest. Ich bin ein großer Fan, habe ihn selber abonniert, lege ich euch wärmstens ans Herz, wer wirklich exklusive Insider-Einblicke haben möchte, wie die Gesellschaften in Asien ticken, wie die Wirtschaft dort funktioniert, wie die Politik läuft, welche Aktien und ETFs spannend sind, um von dem Aufschwung in Asien zu profitieren, der ist bei Erik auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ganz, ganz warme Empfehlung meinerseits. Ich finde den Kanal wirklich super. Und heute werden wir exklusiv über 5 Aktienwerte sprechen, von denen Erik glaubt, dass sie aktuell eine mega Chance darstellen. 1 oder 2 Titel sind dabei, von denen er glaubt, dass sie sich sogar verdoppeln können. Und er hat eine wirklich spannende These mitgebracht. Er sagt nämlich, die Immobilienkrise in China, die ist überhaupt nicht existent. Es wird aktuell wohl etwas überdramatisiert in den westlichen Medien und tatsächlich, was dahinter steckt, warum er glaubt, dass diese Krise gar nicht so heftig ist, wie es hier so den Anschein hat, das werden wir auf jeden Fall gleich gemeinsam mit ihm eruieren. Und wenn das Themen sind, die spannend sind, dann lasst mir doch einfach ein Like da, drückt den Abo-Button, drückt die Glocke, das ist auf jeden Fall super Unterstützung für meinen Kanal. Und jetzt keine weiteren Worte mehr, rein ins Gespräch mit Erik Nebe. Hi Erik, schön, dass du da bist. Danke für die neue Einladung wieder. Schön, hier zu sein, München. Sehr, sehr gerne. Erik, ich gebe dir jetzt erstmal 5 Stichworte. Ich würde dich bitten, kurz, knackig, assoziativ zu antworten, okay? Ja. Immobilienkrise. Findet in China nicht statt. Oh, okay. Schon haben wir eine Headline. Ja. Sehr gut, okay. Da bin ich gespannt. Ja. Zinssenkung. Führt die chinesische Regierung sukzessive ein, um die Wirtschaft langsam ein wenig zu stützen. Turnaround. Deutet sich an am Markt, aber ist noch lange nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Mhm. KI. Ist auch in China ein großes Thema. Sind sie ein bisschen hinten dran und sind jetzt auch dabei, bei einigen Firmen aufzuholen, dort richtig Gas zu geben. Und JD.com. J.com, stark unterbewertet, vor allem auf Cash-Basis. Natürlich dadurch auch ein Turnaround-Kandidat, aber von Anlegern trotzdem zum Teil auffällig gemieden in letzter Zeit. Ja. Bevor wir jetzt in die China-Thematik einsteigen, ich habe nochmal einen konkreten Aufruf an euch Leute, denn Erik ist ja unser Mann in Asien. Jetzt bald geht es wieder nach China, darauf werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber Erik war zuletzt in Malaysia und in Vietnam. Und wenn das Länder sind, die euch interessieren, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Hashtag Vietnam, Hashtag Malaysia, also Hashtag und das jeweilige Land dahinter. Und dann versuche ich Erik mal zu überreden, dass wir uns hier nochmal zum Video und zu einem konkreten Deep Dive für die jeweiligen Länder zusammenschalten. Ja, okay, cool. Wie gesagt, du reist wieder nach China. Genau. Wie lange bleibst du? Circa ein Jahr. Also es wird zwischendrin, werde ich mal 1-2 Mal aus dem Land rausfliegen für private Unternehmungen, aber im Prinzip ist geplant, dass ich erstmal ein Jahr da bleibe, ja. Okay, wow. Okay. Hilft dir das eigentlich, wirklich vor Ort zu sein, dann auch bei deinen privaten Aktieninvestments? Bei den einzelnen Investments nicht unbedingt. Also schon so, dass man manchmal Chancen wahrnimmt oder sieht, die man sonst vielleicht nicht so gesehen hätte. Also ich nehme mal Beispiel damals Meituan. Die habe ich eigentlich dort erst gesehen in ihrer Präsenz mit den ganzen Motorrädern und den Lieferungen, habe dann mich eigentlich erst fürs Unternehmen interessiert. Aber ich meine, man kann auch, ich sag mal, die Analysen kann man auch, wenn man ehrlich ist, außerhalb von China machen, aber fürs Gesamtverständnis und gewisse Trends vielleicht auch frühzeitig zu erkennen, ist es durchaus förderlich, behaupte ich mal, ja. Du fliegst jetzt nach Guangzhou, oder? Ja, genau, Guangzhou in einer Woche, ja. Was ist das für eine Stadt? Ja, das ist sozusagen das Zentrum des Perlflussdeltas, wenn man so will, in Guangdong. Das ist diese Power-Provinz, das Perlflussdelta, ungefähr so viele Einwohner wie ganz Deutschland.
Aber damit ist ja nicht getan, sondern das ist im Prinzip so das ökonomische Zentrum, was vor allem so die Produktion, was die Innovation angeht. Also es ist direkt auch Nachbarstadt von Hongkong, von Shenzhen. Shenzhen sitzen eher so die Firmen, die man kennt, wie Tencent, BYD, DJI. Aber Guangdong ist eher so ein bisschen, Guangzhou, sag mal, das Produktionstor auch, ja. Das Produktionstor, okay. Ja. Also das heißt, dort wird viel gefertigt. Ja, zum Beispiel auch viele Automobilzulieferer haben dort ihre Produktion, die man dann eben nicht so kennt. Das sind nicht so die ganz bekannten Firmen, aber es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Stadt, gehört mit zu den entwickelsten und bedeutendsten Städten in China. China wird ja hierzulande in Deutschland zum Teil auch recht kritisch gesehen. Also gilt als Diktatur. Es gibt viele Eingriffe staatlicherseits in den freien Markt. Ist generell eine recht unfreie Gesellschaft. Zumindest wird das hier so wahrgenommen. Gibt es eigentlich Dinge, die du dort auch sehr kritisch siehst oder die dich sogar vielleicht so ein bisschen nerven an China? Ja, also ich meine, gerade dieses, du hast es angesprochen, dieses Illiberale, was man teilweise bei der Wirtschaft natürlich hat, diese Eingriffe, die sind natürlich auch für mich, ich bin auch, sag mal, relativ überzeugt von der freien Marktwirtschaft, vom Kapitalismus, den China ja durchaus auch lebt. Aber natürlich gibt es so gewisse Eingriffe, die mit unserem Verständnis, speziell was den Aktienmarkt angeht, nicht unbedingt vereinbar sind. Ja, wo wir sagen, als Aktionäre möchten wir da natürlich mehr Freiheit haben. Und ich bin ja selbst hoch investiert. Und natürlich gibt es dort ja, gewisse Ereignisse, die man hätte gerne vermeiden wollen, die dann natürlich auch beim Markt für große Verunsicherung gesorgt haben. Bei anderen natürlich noch mehr, die China weniger verstehen, ja lieber sagen, okay, dann halte ich Abstand. Und was wird hierzulande vielleicht ein bisschen zu kritisch gesehen? Das ist so die, sag mal, vielleicht für die Freiheit im Alltag, also dass man sich dort möglicherweise gar nicht so frei bewegen darf, dass man auch seine Meinung überhaupt nicht sagen darf. Das ist so nicht der Fall. Oder auch Beispiele wie das Social Credit System, was es so in China einfach nicht gibt, dass man irgendwie ein Punktesystem als Mensch hat und dann auf ein Konto einzahlt und was weiß ich. Und das wurde, glaube ich, auch einfach aufgrund der Wiederholungen wurde das irgendwann so als Wahrheit einfach auch ja, etabliert bei uns. Also es gibt auch viele Sachen, die dort viel lockerer sind, als wir es uns vorstellen. Ja. Ja. Was auch definitiv ein Vorurteil ist, ist, oder Vorurteil ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also ist eine Vorstellung, die viele Menschen haben, dass halt dieses politische System, was dort vorherrscht, dazu führt, dass in der Wirtschaft sozusagen keine Innovationskraft entsteht. Nimmst du das auch so wahr? Naja, wenn wir jetzt die Unternehmen anschauen und so die Entwicklung der letzten Jahre, dann sehen wir eigentlich, dass China ja durchaus sehr innovativ ist oder dass sie ja zum Beispiel mittlerweile auch führend in vier Bereichen sind. Aber das Problem ist halt, wenn jetzt zum Beispiel solche Eingriffe, wie wir sie hatten, wenn die natürlich die sozusagen Firmen, die Unternehmer verunsichern, dann kann das natürlich dazu führen, dass das Ganze ausgebremst wird. Weil ganz klar, die Leute investieren ja nur, also sowohl ihre Zeit als auch Geld, wenn sie wissen, dass sie am Ende einen Ertrag rauskriegen. Wenn sie aber das Gefühl haben, sie werden da eben an die kurze Leine genommen, können sie sozusagen, haben am Ende gar nicht die Sicherheit, dass sie auch ihre Renditen bekommen. Ja? Dann ist natürlich die Gefahr, dass Leute einfach generell sich zurückhalten. Und das haben wir ja bei China gesehen. Das war ja früher so. China hat ja nichts auf die Beine bekommen. Da hat man sie laufen lassen, dann waren sie unglaublich kreativ, innovativ. Und da ist natürlich die Gefahr, und das merkt, glaube ich, China auch, dass man da eben jetzt zu stark da reingeschlagen hat. Ja. Okay, jetzt will ich aber die Leute auch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Du hast gesagt, es gibt keine Immobilienkrise in China. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja. Wie sieht's aus? Ja, also man muss natürlich relativieren, wie man eine Krise definiert. Aber im Prinzip ist es ja so, dass wir in China schon seit mehreren Jahren, also wir reden jetzt schon von 2016, 2017, im Prinzip einen Abbau dieser Blase haben. Es gibt Leute, die sagen, die ist geplatzt, aber aus meiner Sicht wird sozusagen die deflationär bekämpft. Ich lasse sozusagen die Luft raus, die Preise sinken. Also auch letztes Jahr haben wir gesehen, im Prinzip alle Zahlen. Die Wohnungsverkäufe waren nochmal so 10% rückläufig, die Immobilienverkäufe selbst und auch die Neubauten auch so um die 10%. Ja, das geht alles runter. Aber es ist eben keine Krise im Sinne von, dass plötzlich keiner mehr Immobilien kauft, dass keine Nachfrage mehr da ist, sondern wir haben halt das Problem, dass die Preise viel zu hoch waren. Viel zu viel Kapital der Chinesen auch da drin steckt und dass man das eben jetzt versucht, proaktiv zu reduzieren, schon seit Jahren. Wie gesagt, es hat sich jetzt nur noch mal in den letzten Jahren, weil man eben genau austestet, was können wir sozusagen zulassen, ohne die Stabilität zu gefährden, aber gleichzeitig diese Abhängigkeit zu reduzieren. Aber jetzt wirklich eine Krise im Sinne von, dass plötzlich keiner mehr kauft oder dass die Leute ja, sag mal, große Angst haben. Wir haben ja jetzt bei Evergrande gesehen.
ja, die sind jetzt insolvent, die lässt man jetzt einfach mal, das wird jetzt abgewickelt. Aber daraus entsteht jetzt keine Krise für das Land, dass jetzt plötzlich das Finanzsystem zusammenbricht oder dass die einzelnen Leute plötzlich auf der Straße leben, weil sie Probleme haben, ihre Wohnung sozusagen fertigzustellen. Ja, okay. Aber das Ding ist, also hier im Westen jetzt, die Perspektive aus Deutschland, aus Europa vielleicht allgemein, ist ja die, dass das wirklich eine krisenige Situation ist und dass möglicherweise die Probleme, die auf dem Immobilienmarkt da sind, sich übertragen auf das Schattenbanksystem, also auf große Vermögensverwalter und so weiter, teilweise möglicherweise sogar auf die Banken und dass man halt sagt, ja gut, es gibt dort viel zu große Überkapazitäten im Immobilienbereich. Und würdest du sagen, das ist nicht so? Die haben alles tatsächlich komplett im Griff? Mehr oder weniger, ja. Also ich Ja, meine, okay. wer sich die Bankaktien in China mal anschaut, dem wird auffallen, dass die mit am besten gelaufen sind. Und da sind viele Chinesen selbst investiert. Wenn wir dort eine Situation hätten, wo wirklich jetzt diese Banken in Gefahr wären, weil sie auch so viel dann Exposure haben in den Titeln, dann würden die Bankaktien ganz anders dastehen. Oh. Und wir müssen auch sehen, viele Leute sind eben mit ihrem Eigenkapital drin. Das heißt natürlich, die einzelnen Leute sind teilweise schon, also sie haben viel mehr Eigenkapital teilweise als wir. Wir haben eben dann bei Immobilien nehmen wir oft viel mehr Schulden auf. Und das heißt, das ist so für die Einzelnen, das sind auch schon klar Einzelschicksale, die da betroffen sind, aber zum einen verarmen die nicht einfach so und zweitens heißt es aber auch, dass das System insgesamt eben nicht so instabil ist und wirklich jetzt, dass das Ganze kollabiert, das würde nur gehen, wenn China das ein Stück weit zulässt, weil natürlich das Finanzsystem auch staatlich kontrolliert ist. Und das heißt, so einfach kann es nicht zusammenfallen, da müsste man dann wirklich die Kredite bewusst auch sozusagen, ja. Ausfallen lassen, wenn man so will. Ja, okay. Dürfte denn überhaupt, also das mit den Bankaktien ist definitiv ein super Indikator, das war mir auch ehrlicherweise nicht so bewusst. Aber dürfte denn theoretisch auch medial darüber berichtet werden, wenn die Situation auch sehr schlimm wäre? Oder würde das quasi dann wirklich unterdrückt Ich werden? glaube nicht, dass sie das machen würden, aber es ist natürlich so, es gibt ja nicht nur die, sag mal, staatlich kontrollierte Presse in China, sondern es gibt natürlich auch andere von Wirtschaftsmagazinen angefangen, die auch die Chinesen lesen. Also es ist nicht so, als wenn du jetzt hast, ja natürlich gewisse Blätter, die eindeutig sehr, sehr staatlich kontrolliert und geprägt sind, die würden das sicherlich nicht bringen. Aber wenn das jetzt so dramatisch wäre, dann hätte man natürlich auch aus China, es ist nicht so, als wenn die komplett hinter einer Wand leben und das sowas nicht mitbekommen. Und das ist ja auch ein Grund, weil man eben gemerkt hat, die Immobilien steigen nicht mehr so. Und dann hat man eben ja, Teufelskreis sozusagen, dass eben auch weniger Leute kaufen, weil sie eben nicht mehr glauben, dass die Immobilien so im Wert steigen werden. Ja. Also die bekommen das natürlich schon auch mit. Aber man wird natürlich tunlichst vermeiden, da irgendwie Panik zu schüren. Das ist ganz klar, ja. Ja, weil ich glaube, die Privatleute in China, die investieren auch relativ viel in Immobilien. Das ist sozusagen teilweise wie hier in Deutschland, so ein bisschen Ja. Altersvorsorge. Ja. Ja. Ja, man sagt ja, ungefähr 70% des städtischen Vermögens sind in Immobilien geparkt. Das ist sicherlich das Problem an der ganzen Sache, nicht die eigentliche Situation. Also die Immobilienkrise, die wir hier zum Beispiel hatten, 2008 oder so, oder selbst jetzt haben wir ja im Prinzip eine Situation, die nicht so ganz einfach ist, also oder in den USA damals, die ist im Prinzip viel verheerender, zumal man da auch sagen muss, warum haben wir immer Immobilienkrise? Weil wir natürlich die Finanzkrise haben, aber die Finanzkrise ist aus Termingeschäften hervorgegangen, nicht nur aus den Immobilien. Da waren eben Derivate auf die Immobilien. Und das jetzt im Prinzip einfach nur, wenn man so will, sozusagen wenn man so will, eine Preiskrise, ein Inflationsproblem gewesen von den Immobilien. Aber das ist nicht, weil dort plötzlich irrsinnige Derivatgeschäfte auf die Immobilien gemacht wurden. Und deshalb hat man aber das immer so im Kopf. Immobilien ist halt immer ein Thema. Asienkrise damals, 1997 war auch immobilienbedingt. Und das ist halt unglaublich plakativ. Immobilien ist für die Leute immer auch eine Gefahr. Deswegen passt das so gut in das Narrativ. Ja, okay. Die Privatleute in China, die investieren ja mittlerweile lieber in den indischen Aktienmarkt und auch in den japanischen Aktienmarkt. Ja. Ist das jetzt nicht so, dass die politische Führung da sagt, also Leute, habt ihr sie noch alle? Wahrscheinlich denken sie das manchmal, aber das Problem ist, und das ist ja genau das Ding, die können ihre Menschen nicht, was die Finanzströme angeht, einfach mal so steuern. Und ja, wir hatten, ich glaube, der Hang Seng hat letztes Jahr minus 14% gemacht, Japan war irgendwo bei 30%, Indien war auch, glaube ich, über 20%. Und natürlich, die Chinesen haben, wie du sagst, wir haben ja viele Immobilien und die orientieren sich natürlich auch rum. Es ist nicht so, als wenn die jetzt alles aus den Immobilien rausziehen und sagen,
komm, lass mal Aktien kaufen. Aber natürlich haben die auch mittlerweile ETF-Sparpläne und so weiter. Und dann guckt man natürlich, was läuft. Und wenn dann die USA und die Nachbarländer, mit denen man ja durchaus auch gewisse Spannungen hat, wenn die dann laufen, dann hier rein investiert. Und das wurde dann auch teilweise in sozialen Medien publik. Und dann ist natürlich schon für die Regierung ein Affront. Und das ist jetzt sicherlich auch ein Grund, warum sie anfangen, da ein bisschen mehr dagegen zu schießen, weil es natürlich auch ein Gesichtsverlust ist. Ja, Ja. das wollen sie natürlich sich so nicht bieten lassen. Ja, das denke ich mir auch. Aber Xi Jinping hat ja jetzt angekündigt, dass er, glaube ich, den Aktienmarkt auch so ein bisschen mehr zur Chefsache macht, oder? Genau, er hat sich da eingemischt, es wurden ein paar Personalien ausgetauscht und ja, es ist schon, also ich meine, es sind ja auch zwei Sachen. Ich meine, das eine ist klar der Gesichtsverlust und so weiter, aber man darf nicht vergessen, dass der Kapitalmarkt, der auf den China natürlich angewiesen ist. Also zum einen, sie wollen wirtschaftlich weiter aufsteigen und es funktioniert ohne einen einigermaßen gut laufenden Kapitalmarkt nicht und sie wollen natürlich auch gleichzeitig das Kapital anziehen, weil sie es natürlich auch brauchen aus dem Ausland und das ist natürlich schon ein Problem für China. Ja, aber dann fragt man sich wirklich, warum machen sie so wenig? Weil eigentlich das Potenzial wäre ja da, ne? Sie könnten ja fiskalpolitisch, monetär viel, viel mehr machen, oder? Ja, ich habe mich das auch oft gefragt in letzter Zeit. Ich denke, also es ist schon so, dass sie einen heiden Respekt vor dieser Inflation haben, dass sie das, was hier passiert ist in den letzten 2, 3 Jahren, diese starke Inflation, dass man das vermeiden wollte, kann man sagen, ja, das haben sie geschafft, aber sie sind natürlich deutlich drunter. Sie haben ja ein Ziel von 3% Inflation. Momentan sind sie ja, wenn man jetzt die Kerninflation nimmt, sind sie ja knapp drüber. Sie hatten schon jetzt immer leichte Inflation, wenn ich den Verbraucherpreis bereinigt mir anschaue. Aber sie hatten, glaube ich, schon sozusagen die Angst ein bisschen, dass wenn sie sich jetzt öffnen, wieder das läuft, dass die Preise stärker ansteigen. Und das wollen sie vermeiden. Und das ist genau wie bei Immobilien auch. Da testen sie so ein bisschen aus, wie weit können sie gehen. Ich meine, die Wirtschaft ist jetzt letztes Jahr um über 5% gewachsen, wird dieses Jahr wahrscheinlich auch so, man schätzt so 4,6%. China hat schon mal mehr geblüht, klar, aber es ist nicht so, als wenn das Land jetzt zusammenbricht. Das heißt, sie gucken genau, was können wir machen, um dass wir im Prinzip das Ding am Laufen halten, aber nachhaltig eben auch ein gutes Wirtschaftssystem haben, ja, aber gleichzeitig vermeiden, dass wir jetzt plötzlich riesige Preisanstiege haben, weil das ist auch natürlich ein Instabilitätsfaktor. Ja, genau. Also hier waren eher so die Headlines Deflation, ne? Also das Ja, gut, im Januar hatten wir ja, wenn wir jetzt die Verbraucherpreise insgesamt ja. anschauen, hatten wir, glaube ich, minus 0,8%. Aber die Kerninflation, und da sind vor allem das klingt jetzt erstmal ein wenig ulkig, aber die Schweinefleischpreise sind eben extrem sozusagen gesunken. Die waren zwischenzeitlich mal sehr, sehr hoch und sind jetzt stark gesunken. Und die Chinesen mögen eben ihr Pork, ihr Schweinefleisch. Das sind, glaube ich, konsumieren, glaube ich, um die 40% des kompletten Weltmarktes. Und das hat Wahnsinn. dann schon Einfluss. Das heißt, wenn du aber die Kerninflation nimmst, dann haben wir seit 2021 immer eine Inflation gehabt, immer steigende Preise, also jahresübergreifend, nicht monatsübergreifend, ganz wichtig. Also auch das wird dann ich kenne die Schlagzeilen, da steht dann irgendwie 15 Jahre oder was weiß ich, Deflationschaos. Aber es ist schon so, dass China auch wieder dann ein bisschen mehr Pep sozusagen reinkommt in die Nachfrage. Ja. Jetzt haben Sie etwas ziemlich Bemerkenswertes gemacht. Sie haben die Zinsen gesenkt bei den Fünfjährigen für die fünfjährige Laufzeit. Und das ist auch ein wichtiger Referenzzinssatz für die Immobilienkredite, ne? Genau, ja. Ja, das war überraschend stark. Also zum einen, man hatte es schon so ein bisschen angedeutet, aber dass sie dann um 25 Basispunkte, es war auch im Prinzip eine historische Senkung, wobei den gibt es noch nicht so lange. Das war schon überraschend, dass es so stark senken, weil sie haben ewig nichts gemacht. Das ist halt auch wieder China, die machen dann lange nichts, anstatt dass sie sozusagen graduell anpassen, haben sie nicht gemacht. Ich glaube, letztes Mal war im Juni letztes Jahr oder so. Und ja, das war schon ein Zeichen, dass sie jetzt sozusagen nach dem chinesischen Neujahr war das ja direkt, dass sie jetzt scheinbar schon das ein bisschen ernster nehmen und natürlich auch diesen sozusagen Deflationsdruck, der ja auch aus dem Immobiliensektor kommt, dass sie den schon angehen wollen und natürlich auch damit die Wirtschaft insgesamt wieder beleben wollen. Denn wie gesagt, ich sage, es ist keine Immobilienkrise aus meiner Sicht, aber natürlich ist China sehr, sehr abhängig vom Immobiliensektor. Das heißt, es ist schon die Frage, wie gut der eben auch läuft. Und wenn der sehr, sehr wenig zur Wirtschaftsleistung beiträgt, dann ist es natürlich insgesamt Dann ist es schon mau oder weniger genau. dynamisch als sonst. Genau, weil nur durch den Konsum wird es natürlich nicht kommen, das ist klar. Okay. Wie ist denn das eigentlich monetär? Machen die, weil 25 Basispunkte, da denken wir hier auch im Westen, okay, oh, das ist ja ein Klacks, aber das ist für die schon ein relativ heftiger Schritt, oder?
Ja, es geht. Also ich habe da Sachen gelesen, dass es eigentlich, dass es sich irgendwie auf, weiß nicht, wenn du das auf irgendwie 10, 20 Jahre hast, das sind halt für den Einzelnen sind es dann irgendwie so 5, weiß nicht, 5.000 Euro Ersparnis oder so, also für eine ganz lange Zeit. Also das ist erstmal jetzt kein Riesenschritt, muss man auch ehrlich sagen. Also ich sage mal, die Senkung an sich ja, aber die Auswirkungen, also das alleine reicht, es wird auch dem Markt nicht reichen. Also wenn China jetzt erst, wenn die es jetzt erstmal so ewig weiterlaufen lassen, dann wirst du sehen, dann wird es wieder abverkauft. Die müssen dann nochmal nachlegen, weil das alleine wird eben nicht reichen. Ja, du musst dann schon noch ein bisschen mehr machen. Ja, das glaube ich auch. Also gerade Hang Seng, brutaler Bärenmarkt. Aber lass uns Ja. da gleich mal drauf schauen irgendwie. Ich will mal einen Kritikpunkt aufgreifen, der auch relativ oft hier in Deutschland virulent ist. Und zwar, oder was jetzt neu irgendwie mit dazugekommen ist. Nämlich so, China ist das neue Japan. So, die haben Deflation, die Demografie ist völlig kaputt, die haben eine Immobilienkrise und so weiter. Aber ich höre da jetzt raus, du hast da wahrscheinlich einen anderen Blick drauf, oder? Naja, es gibt ein paar Parallelen, aber ich würde sehr vorsichtig sein, das zu vergleichen. Also ich meine, das nimmt man sehr, sehr gerne. Aber man muss immer sagen, wie hat Japan sich entwickelt? Wie war Japan? Wann hat die Stagnation da eingesetzt? Das war ja so in den 90er Jahren dann. Und da war Japan zu diesem Zeitpunkt eigentlich viel entwickelter, als China sozusagen heute ist. Also das ist ja so ein bisschen die Angst, dass auch China jetzt sozusagen in so einen Modus reinkommt und sagt, na, die gehen nicht unter, aber da passiert auch nichts mehr. Und das ist eben auch unter anderem dem geschuldet, davon hatten wir es gerade, dass die Investitionen in China eine sehr große Rolle spielen und der Konsum vergleichsweise wenig beiträgt zur Wirtschaftsleistung. Ja. In China sind das so, ich glaube, 40%. Sogar weniger, ich glaube, ja, so 30, 40%. In den USA sind es 70 und da muss China halt hinkommen, langsam. Aber Japan war genau genommen damals auch schon mehr. Die haben im Prinzip mehr Konsum und Japan ist auch, ja, wie gesagt, nicht wirklich vergleichbar vom Finanzsystem. Und letztendlich muss man auch überlegen, warum ist Japan denn dann eigentlich auch unter anderem, ist natürlich viel komplexer, aber in so eine Stagnation reingeschlittert. Das lag auch daran, weil sie eben den Anschluss dann bei dem Internet-Segment verpasst haben. Die USA dann im Prinzip alleine übernommen. Und das ist ja heute nicht so, wie wir wissen. China ist ja in ganz vielen Bereichen ganz vorne mit dabei. Also, ob wir jetzt über Umwelttechnologien sprechen, über Batterien, haben ihr eigenes Internetuniversum. Also, das ist ein großer Unterschied zu Japan. Und entscheidend ist dann wirklich, ob China sozusagen schafft, diese Produktivität. Und auch natürlich vieles vergleicht man ja mit der Demografie. Auch da ist China wesentlich jünger als Japan. Also man hat ja immer Angst, dass man sagt, naja, China wird sozusagen alt, bevor es reich wird. Und da ist ja heute auch so, dass China, ich komme darauf an, wie man das definiert, aber man sagt irgendwie so, sogar 15% der Chinesen gelten heute als alt. Also das, wenn man über 65 ist, das ist so die Definition. Ich will jetzt niemanden da vom Kopf stoßen. In Japan sind es heute schon 30% und China wird da auch noch ein ganzes Stück brauchen. Also die sind schon noch jünger und dann ist eben die Frage, können sie das ein Stück weit kompensieren? Viele Fragezeichen, viele Herausforderungen für China. Keine Frage, aber ich würde es nicht so mit Japan so einfach vergleichen. Okay. Nee, nachvollziehbar. Dann kommen wir mal zum Aktienmarkt. Weil da könnte man ja jetzt draufschauen und sagen, wenn man den Blick hat, mit all den Kritikpunkten, die ich jetzt also auch hier so angeführt habe, ja, kriselige Wirtschaft, Immobilienkrise, Umfeld ist schlecht. Und deswegen sind die Aktien so down. Aber eigentlich sagst du, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Ja, es ist herausfordernd, aber eigentlich wird es hier vielleicht ein bisschen zu schlecht wahrgenommen, als es möglicherweise tatsächlich ist. Also, warum sind die Märkte dann so unten? Vertrauenskrise und Taiwan? Sind das die Punkte, Ja gut, oder? das hängt ja mit zusammen auch ein Stück weit eine Taiwan-Vertrauenskrise. Ja, das sind sicherlich Faktoren. Und dann ist es eben so, dass man, ich sag mal, auf chinesische Aktien auch einen größeren Faktor haben will, dass man sagt, wir nehmen dort ein anderes Risiko wahr. Wenn ihr alle mit, sag mal, die Firmen mit 30% mehr wächst, dann ist es okay, dann können wir da ein bisschen mehr investieren. Aber wir hatten jetzt eben selbst, also sozusagen auch verschuldet oder initiierte Bremsen, weil wir eben zum Beispiel Druck auf die Immobilienmärkte hatten oder auch regulatorische Eingriffe oder durch Covid sozusagen hatten wir eben, dass plötzlich die Unternehmen nicht mehr so stark gewachsen sind. Dann nur noch mit 5 oder 10%. So, und dann haben sich Investoren gesagt, Moment, wir nehmen China eh schon riskanter wahr, aber 10%, das kriegen wir ja bei uns ja auch. Und dann hat man natürlich Sachen rausgenommen. Es ist natürlich ein Stück weit, ja, schon fast ein bisschen grotesk, wenn man sieht, also Indien kann man vielleicht noch nachvollziehen, auch viel Zukunftsfantasie, aber dass wir zum Beispiel ja
in Japan und in Deutschland im Prinzip an Allzeithochs stehen, obwohl wir teilweise Rezession haben. In Japan ja gerade im Prinzip technische Rezession. In Deutschland wissen wir, die Wirtschaft läuft jetzt nicht so rund, aber da ist eben mehr Vertrauen dann drin. Und das ist auch teilweise Geld eins zu eins einfach aus China raus in speziell jetzt Japan und Indien. Ja. Also ist der Aktienmarkt in China gerade eine Mega-Chance eigentlich, wenn man auf die Bewertung schaut? Bewertungstechnisch, ja. Also ich habe das auch mal ganz einfach ein bisschen kalkuliert. Wenn man quasi Wachstum gegen die Bewertungen stellt, dann ist China auch im Vergleich zu ganz, also allen anderen Schwellenländern oder so der günstigste Markt, den wir haben. Natürlich muss man immer überlegen, hat man noch Risikofaktoren, die man mit reinberechnet? Aber wenn ich jetzt rein, das ist ja auch ganz wichtig, also die Unternehmen laufen ja trotzdem gut. Die generieren Gewinne, Cash. Du hast JD vorhin schon in den Raum geworfen. Da war teilweise das gesamte Cash, was die gehalten haben, war fast so viel wert wie der Börsenwert. Und es ist trotzdem ja noch ein Wachstumskonzern. Also, wenn ich mir das anschaue, sage ich, ja, es ist schon eher eine Chance. Ja. Jetzt lass uns mal in 5 Aktienwerte reingehen, die du mitgebracht hast und wo man, ja, können wir da das Label, ja, das sind jetzt wirklich Dinger, die muss man sich anschauen. Kann man das so, kann man das Label da dran pappen? Also ich habe es mir angeschaut, ja, Ja, also ja, okay, kann man doch. Ich glaube schon, dass es ja. Werte sind, die momentan besonders interessant sind, aufgrund verschiedener Faktoren. Ja. Okay, NetEase, das ist ein Unternehmen, was, also ein Gaming-Unternehmen, und jetzt sagen wahrscheinlich ganz viele, Moment, da gab es doch letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres gab es ja doch hier Alarm wegen möglicher Spielzeitbeschränkungen Ja. politischerseits. Ja, das war ja schon, wann hat das angefangen? Schon vor 2 Jahren, wo sie dann vor allem die Jugendlichen schützen wollten. Und das sind halt genau die Eingriffe, die halt natürlich, die man am Aktienmarkt nicht haben möchte, weil auch viele Sachen kann man, glaube ich, erstmal nachvollziehen gesellschaftlich oder auch im Sinne von einer ja, qualitativen Entwicklung für ein Land. Aber man hat dann viel zu viel Unsicherheiten. Und dann sagen Aktionäre, nee, wollen wir nicht. Und das hat natürlich auf die Aktien schon niedergeschlagen. Wir haben aber gesehen, gerade NetEase zum Beispiel ist damit sehr gut umgegangen, weiterhin im Wachstumsmodus, haben natürlich auch internationales Geschäft, ja, nicht nur in China. Und auch nicht nur Gaming, sondern die haben ja auch E-Learning mit Youdao sehr, sehr stark, haben Musikgeschäft und haben sich da auch gut diversifiziert. Und ist auch ein Unternehmen, was wie wenige zeigt, wie man eigentlich KI einsetzen kann. Sie haben einmal Produkte, die eben KI nutzen, zum Beispiel im E-Learning-Bereich, aber sie schöpfen auch unglaubliche Synergien und Effizienzsteigerungen bei der Produkt, zum Beispiel bei der Spieleentwicklung. Da haben sie auch ganz klar gesagt, das dürfen sie nicht einfach so sagen, sie werden dort die Kosten extrem senken können, weil sie viel effizienter Spiele entwickeln. Und das heißt dann unten auf der Gewinnseite wird es da nach oben gehen. Die Aktie war erst down nach dieser Meldung, 24%, aber das ist schon fast wieder alles aufgeholt, weil ich habe jetzt gelesen, Ja. dass diese Spielzeitbeschränkung, also pro Tag, das möglicherweise, da sind sie wohl schon zurückgerudert, dass sich das also nur auf so Incentives in-game, also im Game Ja. selber sozusagen, dass sich das darauf nur beschränken soll. Also dass du da irgendwelche Belohnungen kriegst, wenn du dich Ja. wieder einloggst und so. Genau. Also man muss jetzt sagen, diese Regulierung, die ging ja schon lange, dann war eigentlich so Schluss und dann kam Ende letzten Jahres, kam dann nochmal und da sind Tencent und NetEase richtig abgeschmiert. Dann hat man das ein bisschen versucht zu relativieren, hat auch da Personen ausgetauscht bei den Behörden in China, weil die eben gemerkt haben, das wollten wir so nicht. Das ging denen auch ganz schön gegen den Strich. Und ich habe dann auch bei NetEase und Tencent zugekauft, weil ich das eigentlich auch so gesehen hatte, dass dieser Abverkauf, der war ja nochmal Wahnsinn. Aber da haben ja auch Investoren, da ging es auch wirklich darum, dass sie nochmal ein Zeichen setzen wollten. Dass sie gesagt haben, wir brauchen hier mehr Klarheit. Und mittlerweile haben sich die Aktien von diesem Punkt zumindest schon wieder ganz gut erholt. Ja, und die haben aber wirklich gute Margen. Ne? Also im Online-Gaming, da haben die eine Marge von irgendwie 62%. Und das, wie spricht man das? Youdao? Youdao, ja. Youdao? Ja. Okay, da haben sie eine Marge von 50%. Ist jetzt, glaube ich, nicht der größte Umsatzanteil dieser Nee, Sparte, aber ja. das ist schon beachtlich. Ja. Wächst, dadurch, dass es natürlich ein bisschen stärker wächst, kommt es langsam. Sehr interessant, auch für diese K12-Gruppe, also eher auch für Kinder und so. Also ja, das ist was, wo sie sehr, sehr stark unterwegs sind. Sehr, sehr beliebt. Ja. Sehr viele nutzen auch.
Kennst du dich da so ein bisschen aus im Gaming-Bereich, in dem Sinne, dass man da weiß, da müssen ja auch immer bestimmte Spiele, sind so Leuchtturmspiele, die müssen dann angesagt sein, und man muss immer der Nachfolger und der nächste Nachfolger und so weiter kommen. Sind die da gut aufgestellt, was das angeht? Ja, soweit ich weiß. Und ich bin jetzt, da ich selbst nicht so der Zocker bin, sozusagen, weder an der Börse noch bei den Spielen. Ich gucke immer so die aktuellen, so die Top-Games, und da wird ja auch dann relativ schnell berichtet in den aktuellen Quartalszahlen. Da sind sie schon gut. Und wie gesagt, auch international eben haben sie da einige gute Sachen, und das hilft natürlich auch, da ein bisschen dann Diversifikation reinzubringen. Und dann ist man da. Wobei mittlerweile auch viel wieder genehmigt wird in China. Das war ja auch interessant, dass kurz nach dieser Meldung im Januar hat man so viele Spiele wie schon lange nicht mehr in China genehmigt. Also der Sektor wird auch nicht einfach mal so abgewürgt in China. Wie viel Kurspotenzial hat die NetEase so aus deiner Sicht? Ich weiß, es ist immer schwer, so auf ein Jahr irgendwas zu prognostizieren, aber hast du da einen Anhaltspunkt? Also wenn der Markt läuft, vor allem die Aktie hat jetzt noch, also die hat jetzt sagen wir, dem neuen Schwung noch nicht so richtig mitgezogen, würde ich schon sagen, 50% sind da durchaus drin. Also muss der Markt mitspielen und die Unternehmenszahlen. Aber wenn das einigermaßen passt, NetEase ist auch eine relativ beliebte Aktie. Und die ist auch stärker gelaufen als andere Werte. Er hat halt auch immer eine Dividende gezahlt, jetzt keine Riesendividende, aber ein bisschen was, und hat halt, wie du gesagt hast, starke Margen, eigentlich immer Wachstum gehabt. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die, ich weiß gar nicht, wo die stehen, $110 oder so. Also, dass die mindestens auf 150, eher höher laufen. Ja. Und bei der Trip.com? Ja, die sind ja jetzt schon gut gestiegen. Die haben gute Zahlen geliefert. Fürs vierte Quartal noch. Obwohl wir jetzt ja eigentlich schon, wir sprechen ja über das chinesische Neujahr. Also, ich habe auch schon über Trip, habe ich einiges in letzter Zeit rausgehauen und habe gesagt: Hey, guck mal, die Chinesen reisen wieder mehr, und Trip hängt ja auch viel mehr im internationalen Markt. Und da hat sich China jetzt, sag mal, ein bisschen besser erholt, als man es gedacht hätte. Ist aber immer noch, ich glaube, bei Trip.com haben die gesagt, 80% des 2019er Niveaus. Also da ist noch Luft. Und natürlich im Inland ist man auch wieder deutlich mehr unterwegs. Und in diesen Q4-Zahlen, also der Gewinn war vor allem relativ gut, da ist ja das Neujahr jetzt noch gar nicht so mit drin, wo wir auch schon wieder starke Reisewellen gesehen haben. Aber die Aktie ist natürlich jetzt schon wieder besser gelaufen. Aber ich sehe da auch, also da auch nochmal vom aktuellen Niveau 20, 30%. Und auch übrigens, das Management hat letztes Jahr schon gesagt, die rechnen jetzt in den nächsten Jahren beim Umsatz immer so mit 15 bis 20% Steigerung pro Jahr. Und das dürfen die auch nicht einfach so sagen. Also da haben die schon Anhaltspunkte für. Also die Aktie ist auf jeden Fall aus so einer volatilen Seitwärtsrange jetzt ausgebrochen. Ich habe mir noch notiert, dass die echt eine sehr ansehnliche Nettomarge auch von 20% haben. Und wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, dass das so die chinesische Booking ist, ne? Kann Genau. man so sagen, oder? Ja. Also auch die haben sich übrigens international diversifiziert. Also die hießen auch ursprünglich mal Ctrip, und in China heißen die eigentlich auch, ja, sie haben aber einen chinesischen Namen, aber sagen wir mal, in China heißen die Ctrip und wir haben hier Trip.com. Ich bin mir sicher, viele der Zuschauer haben auch schon mal über Trip.com Hotels, Flüge gebucht. Und die haben aber auch schon vor langer Zeit Skyscanner zum Beispiel gekauft. Ich glaube, die kommen ursprünglich aus Schottland, Skyscanner oder so. Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, ein europäisches Unternehmen gewesen. Und also auch da haben die natürlich schon frühzeitig geschaut, wie sie sich ein Stück weit unabhängig von China machen können. Das hat sicherlich auch in den letzten Jahren gerettet. Sonst wäre der Aktienkurs sicherlich schlechter gelaufen. Aber machen die schon substanzielle Revenues im Rest der Welt, oder? Ja, Ja? schon, Dann Baidu. Über die ja. haben wir schon mal gesprochen. Ja, ich Genau. erinnere mich, ja. Ja. Das chinesische Google? Kann man so sagen, Schon, ja. ne? Ja. Ja, früher Google hatten sie ja auch die Suchmaschine, und heute wäre es so, ja, sie sind, sagen wir mal, Alphabet ist ein bisschen breiter aufgestellt, aber sie sind, und ich glaube, mittlerweile ist Baidu besser als Alphabet bei KI zumindest. Ja, ich würde sagen, nicht so gut wie Microsoft, aber besser als Alphabet, Ja, würde ich schon sagen, dann ja. führ mal aus. Ja gut, sie haben ja auch so einen Chatbot, den Ernie-Bot. Der ist vor allem bei der Spracherkennung unglaublich stark. Und der wird immer mehr eingesetzt, und vor allem eben auch bei Industrieanwendungen. Ich glaube, er wird für den Privatanwender, auch aufgrund eben der, ich sag mal, chinesischen Regulierung, wird er nicht so disruptiv sein wie ChatGPT, aber schon immer mehr gerade für Unternehmen interessant. Und das hat auch Baidu so gesagt. Die haben ganz klar gemacht, wir werden hier mehr Umsätze dadurch erzielen.
Und immer der Hinweis, die Unternehmen können das nicht einfach so mal raushauen und das ist aus meiner Sicht im Kurs noch gar nicht eingepreist. Also die hatten ja teilweise ein KGV von 10 in den Ja. letzten Wochen. Für so einen Wert, der so gut da aufgestellt ist und auch mit autonomem Fahren, da kommt ja die KI auch mit rein. Das sind ja auch, es gibt kein Unternehmen auf der Welt, was so viel im Prinzip Autos losschickt. In China fahren autonome, also gibt es Taxis, die autonom fahren. Das sind keine Tests, also die ein Stück weit Test, aber das ist reales Leben. Ja? Ja. Bist du schon mal mit so einem Taxi mitgefahren? Nee, weil ich schon länger nicht mehr in China Ah war. ja, Aber stimmt. es ist nicht das Erste, was ich in China mache, aber zumal die ja in Peking viel haben, weil die in Peking auch sitzen. Aber ja, also das sind die super gut aufgestellt. Natürlich ein Stück weit begrenzt, weil sie sich vor allem auf den chinesischen Markt fokussieren. Aber so klein ist er ja am Ende auch nicht. Also ich sehe bei Baidu auch Riesenchancen, aber da ist, glaube ich, so ein bisschen mit drin, sollte man dazu sagen, dass Leute immer so ein bisschen halt dieses Staatsnahe, dass sie da Angst haben. Wir hatten auch neulich Ach irgendwann eine so. Meldung, dass die halt irgendwas fürs Militär mit bereitstellen, entwickeln. Da ist die Aktie nochmal richtig abgeschmiert. Baidu hat es dementiert. Das ist halt hier so ein bisschen, schwingt halt hier leider so ein bisschen mit. Aber an sich, fundamental, ist die Aktie natürlich auch, ja. Also die haben auf jeden Fall eine Free Cashflow Yield. So, jetzt habe ich es, schweres Wort, von 22%. Das ist auf jeden Fall brutal. Ja, die haben sich gut umstrukturiert, haben auch mehr auf mehr profitable Bereiche gesetzt und sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert. Und also, ich sag mal, wenn da mal ein bisschen mehr das Sentiment mit beiträgt, ist Baidu eigentlich auch mal in so einem Jahr locker mal ein Verdoppler. Okay. Ja. Wow. Ja, das ist mal eine Ansage. Alibaba? Kein Verdoppler, oder? Eher nicht, nein. Die haben ja im Vergleich zu vielen anderen schon jetzt Zahlen für Q4 auch gebracht. Also die anderen Tech-Werte größtenteils kommen ja jetzt erst so die Tage mit JD, Baidu. Und die war natürlich ein bisschen enttäuschend. Es war zwar genau genommen, genau auf den Erwartungen drauf, beim Umsatz so 5% hoch, Gewinn aber leicht rückläufig. Und es waren eben nur 5% Wachstum. Ja. Ich glaube, Amazon, was hat Amazon? 12, 14 oder so. Und das ist ja genau das, was ich sage. Dann überlegt man sich, okay, warum muss ich jetzt Alibaba kaufen? Auf der anderen Seite, auch Alibaba generiert natürlich Cash wie blöd. Deswegen fangen sie jetzt auch an, sagen, irgendwas müssen wir machen. Zahlen Dividenden, kaufen Aktien zurück. Also die haben allein in dem Quartal, die hatten, glaube ich, 9 Milliarden US-Dollar operativen Cashflow. Das ist Wahnsinn. Also die könnten im Prinzip Ausschüttungen vornehmen, weil so viel kannst du ja gar nicht reinvestieren. Ja, aber da ist so ein bisschen die Dynamik natürlich abhanden gekommen. Warum wurden denn eigentlich diese ganzen Spin-offs abgesagt? Man geht davon aus, dass es vor allem auch deshalb passiert, weil man sagt, das ist nicht so die Priorität. Man will sich eigentlich schon wieder auf die Sachen mehr fokussieren. Man hat auch teilweise Management ausgetauscht. Das alte Management hat es ja sozusagen angetriggert und man sagt jetzt, naja, so viel hat man sich dann eh davon nicht erhofft und dass man jetzt versucht, erstmal wieder das dann doch anscheinend auch das Cloud-Geschäft, also sozusagen als Kerngeschäft doch irgendwo sieht, wo es eigentlich ja der E-Commerce sozusagen ist, also der internationale Handel, aber auch Taobao, Tmall, die chinesischen Plattformen, was man sagt, man möchte es doch erstmal drin behalten. Ich glaube jetzt wieder ein, ich glaube, das Supermarktgeschäft ist jetzt wieder im Gespräch, dass man das doch wieder an die Börse bringt, aber die Logistik und die Cloud momentan erstmal kein Thema. Ja. Schade, die Cloud, das hätte interessant werden können, oder? Ja, ich glaube schon, weil aus meiner Sicht ist es tatsächlich eigentlich nicht, gehört nicht wirklich zum Kerngeschäft. Also definiert Alibaba auch nicht so, aber sie haben halt, glaube ich, auch gesagt, für uns hat es irgendwie jetzt keine so große Priorität, das zu machen. Und ja, es ist ja manchmal ein bisschen schwer, es nachzuvollziehen. Ja. Bei AWS, also bei Amazon, fände ich das auch nicht schlecht, wenn die einfach nur die Cloud-Sparte an die Börse Ja, bringen ich würde. glaube, Das da wird wäre, nochmal einiges glaube frei ich, die Aktie des werden. Jahrzehnts. Ja, genau. Ja. Aber Michael Burry, der kauft sich gerade ein bei Alibaba. Was sieht der, was vielleicht die anderen jetzt gerade eher nicht sehen bei denen? Also warum bist du bullish für die? Und Michael Burry auch. Ja. Also ich sage mal, für mich ist so eine Halteposition momentan eher. Also Ach ich so, würde ah, jetzt nicht okay. bei Alibaba, es gibt Werte, wo ich in letzter Zeit zugekauft habe. Alibaba Ja. eher so eine Halteposition für mich. Ja. Aber es wird halt im Momentan eher so mal, also es wird so ein bisschen zum Value-Wert. Ja? Also sie fangen an, Dividenden zu zahlen, Rückkäufe, sie haben viel Cash, sind solide aufgestellt. Also es ist ein super Konzern.
Nur die Frage ist eben, können sie zum Wachstum zurückfinden? So, jetzt ist natürlich, ja, ich kenne seine genauen Beweggründe nicht. Ich weiß, er hatte ja JD und Alibaba schon mal vor, was waren das, vielleicht 1,5 Jahren gekauft, dann hat er sie wieder verkauft. Ja, der Es waren tradet ja beides viel hin und immer her, ne? schöne Schlagzeilen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn der Gesamtmarkt anzieht in China, sind das natürlich Werte, die fast unweigerlich auch mitgehen. Und das sollten sich auch Anleger mal klar machen. Viele suchen immer noch so diese kleinen Werte und diese irgendwie diese geheimen, versteckten Werte. Wenn aber der chinesische Aktienmarkt insgesamt steigt und natürlich jetzt Unternehmen trotzdem auch weiter liefert, Alibaba soll natürlich jetzt nicht sozusagen beim Umsatz plötzlich rückläufige Zahlen melden, dann, also viele Großinvestoren, die gehen auch nur in solche Werte rein. Die kaufen die 10 Großen, die kaufen den Hang Seng Index und so weiter. Oder halt eben die Werte, die sie auch kennen, wo sie nachvollziehen können. Und dann sind natürlich Tencent, Alibaba mit die Top- oder sagen wir auch die sichersten Werte, wo man sagen kann, auch die können sich dann mal 30%, hatten wir auch letztes Jahr schon, da ist Alibaba auch relativ stark angestiegen, wurde dann wieder abverkauft. Und natürlich, wenn ich auf einen Turnaround setze in China, dann ist Alibaba schon auch ein interessanter Kandidat. Aber es wäre jetzt nicht mein persönlicher Top-Pick momentan, wenn ich die operative Entwicklung mir anschaue. Baidu wäre dein Top-Pick, oder? Ja, würde ich sagen, ja, momentan, ja. Okay. Das ist natürlich blöd für meine JD.com. Ja, also. Nee, ich frage mal anders. Habe ich mit der JD.com einen Fehler gemacht, dass ich mich da reingekauft habe? Glaube ich nicht. Ich sehe JD auch als interessanter als Alibaba. Sind auch momentan sehr, sehr stark dabei, in Europa jetzt Fuß zu fassen, investieren viel. Ist natürlich ein Stück weit riskant, weil sie schon auch Geld in die Hand nehmen. Jetzt gerade kam raus, dass sie irgendwie Currys kaufen wollen. Kannte ich gar nicht. Ein britischer Einzelhändler, die Bücher, IT und so weiter haben. Und es gibt Gerüchte, dass sie beim Mediamarkt einsteigen und sich dadurch natürlich auch indirekt sozusagen einkaufen. Und sie haben eine starke Logistik, die ist eh schon, das wird eh schon ausgebaut. Da können sie natürlich profitieren. Und sie haben sehr, sehr starke Partnerschaften in China. Also, und auch JD ist sehr, also habe ich vorhin ja schon gesagt, auf Basis des Bargeldes unfassbar günstig. Also für mich, ich sage mal, im E-Commerce der spannendste Wert in China, wo ich auch persönlich am meisten Fleisch am Knochen habe. Aber fiel halt auch auf, wie stark die Aktie verkauft wurde. Also es war schon heftig. Ja, das Ja. muss man unterschreiben. Also die haben tatsächlich, weisen die mittlerweile sogar eine Dividendenrendite aus. Das ist schon fast ein bisschen schon aberwitzig. Ja. KGV, was auch zum Teil mal einstellig war, also das ist irgendwo in dem Bereich 10 oder 11. Ja. Und das Kurs-Umsatz-Verhältnis, es war historisch immer pari. Ja, und das ist irgendwo bei 0,25, 0,3. Ja, das ist Wahnsinn. Also um das zu formulieren, das heißt, die haben quasi auf den Jahresumsatz haben die einen Abschlag von 70% zum Börsenwert. Also das ist Wahnsinn. Aber gut, klar, das kann auch dann halt wieder relativ impulsiv in die andere Richtung gehen. Deswegen auch vorhin meine Kursziele, ja. Also das mal einzuordnen, das soll sozusagen nicht irgendwie Erwartungen wecken, aber wenn, da sind natürlich auch ganz viele Short positioniert. Das sind teilweise Übertreibungen nach unten. Und dann habe ich natürlich, wenn der Markt passt oder gute Zahlen kommen, bei Trip.com haben wir es gesehen, dann geht das relativ schnell. Die haben jetzt allein nach den Zahlen nochmal 8% drauf oder 7% draufgelegt, vorher schon, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. JD bringt bald Zahlen. Wenn die gut wären, dann kann das halt sehr schnell gehen. Aber wenn die enttäuschen, ja, Ja, wie bei ja. Alibaba, dann. Nee, dann sehe ich da auch wieder einen re relativ starken Abverkauf. Da wird Genau, dann also sie auch müssen schon mitwucht. liefern, ja. Ja, Ja, ja. ja. Ja, gut. Von diesen 5 Werten, die wir jetzt besprochen haben, welchen würdest du aktuell am ehesten aufstocken? Schon eher Baidu. Ah ja, okay. Ja, sorry, du hast es vorhin eigentlich auch schon gesagt. Ja, Ja. stimmt. Ja, ich denke, das ist insgesamt so aufgrund dieser ganzen KI, wir kriegen das ja gerade mit in den USA, wir haben ja eigentlich schon so ein bisschen Euphorie und die ist in China ja noch gar nicht eingepreist. Und da wird auch einiges passieren. Und ich würde sagen, da sprechen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann auch nochmal mit drüber, oder? Auf jeden Fall. Wird uns die nächsten Jahre beschäftigen, kommen wir gar nicht dran vorbei. Ja, Ja, das stimmt. Schön, dass du da warst. Danke dir. danke wie immer, gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
So, das war mein Gespräch mit Erik Nebe. Auf jeden Fall zumindest sehr nachvollziehbare Argumentation, die er gebracht hat, dass die Immobilienkrise in China möglicherweise gar nicht so heftig ausfällt, wie es hier im Westen medial proklamiert wird. Denn tatsächlich müssten die Bankaktien in China dann viel, viel schlechter dastehen. Ja? Also natürlich, das sind keine Top-Performer. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil ja, der Hang Seng einfach in einem fetten Bärenmarkt drin ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die halt brutal abverkauft werden, halt in der Angst, dass sich dort also mega große systemische Risiken und riesige Löcher in den Bilanzen auftun. Das ist definitiv aktuell nicht der Fall. Und insofern muss man wirklich mal gucken, ist das wirklich mit der Immobilienkrise so, dass China wirklich die Kontrolle verloren hat? Oder haben sie es wirklich ganz gut im Griff und lassen da gezielt die Luft ab in diesem Sektor? Das ist natürlich eine Frage, die Erik hier eindeutig beantwortet hat, aber die ich jetzt auch mal ganz gerne an euch weitergebe. Wie seht ihr das? Habt ihr möglicherweise auch noch Einblicke oder habt ihr euch auch noch eine Meinung gebildet, wie es da gerade in China zugeht im Immobiliensektor? Ansonsten würde mich natürlich auch eure Meinung zu den 5 Aktienwerten, die Erik mitgebracht hat, sehr interessieren. Welche davon haltet ihr spannend? Habt ihr möglicherweise eine auf der Watchlist oder sagt ihr China, no way, maximal in einem Emerging Market ETF, aber ansonsten kommt mir China nicht ins Depot. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Feuerfrei in den Kommentaren. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Falls ja, gerne Daumen nach oben, drückt den Abo-Button, drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute. Euer Timo.